Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Dankeschön. Dritter Platz im C2 über 500 Meter. Wie war das Rennen für euch? Also ich fand es eigentlich, ja, ich fange mal an. Ich fand es wirklich so für den ersten Wettkampf seit, wann sind wir das letzte Mal gefahren? 2018. Ist der erste Wettkampf wirklich sehr gut gelaufen. Es war nicht alles perfekt, aber ich denke, es geht auch um den Prozess. Und der läuft zurzeit sehr gut bei uns. Deswegen so als erste Etappe, sage ich mal, ich bin erstmal erleichtert. Wir sind jetzt ziemlich erleichtert einfach. Ihr habt ja relativ lange noch geführt, das Rennen. Ja. Was ist denn hinten raus passiert? Woran hätte die liegen, ja? Ja, dann fragt man sich immer, woran die liegen hat. Ich weiß nicht, eigentlich hätte ich gedacht, dass wir schon recht endspurtstark sind. Aber ich sag mal so, wir haben wahrscheinlich am Start ein bisschen mehr investiert als alle anderen, aber ja, ich sag mal, gerade im Endspurt, das ist ja ein reines Stehvermögen, daran kann man, glaube ich, besser arbeiten, als schnell rauszufahren. Von daher sehen wir das alles nur als Vorteil. Alles klar. Und dann jetzt Richtung Tokio. Wie sind die Gefühle? Ach, ja, ich habe schon, ja. Ich hatte schon die ersten Tränen gerade gehabt, so, weil es jetzt so eine Erleichterung, dass man schon gezeigt hat, dass man so ein bisschen mitmischen kann. Ja. Und es war halt super komisch so im Vorhinein, weil wir sind einfach fast 2 Jahre nicht oder keine Rennen gefahren und du weißt halt nicht, wo du stehst. Ja. Und dann kommen wir hier nach 3 Jahren nicht zusammen gefahren, einfach wieder zusammen mit jetzt auch nicht täglichem Training im Zweier. Und ich denke, da kann man mit dem dritten Platz zufrieden sein und positiv jetzt definitiv Richtung Tokio blicken. Alles klar, vielen Dank, dann genießt den Erfolg und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke. Tschüss.